Pass auf, Eis und der Freund. Nein. Heißt diese kleine Comicblase da eigentlich, dass er sich daran erinnert, dass er von Raymond schon mal übel verprügelt wurde und deswegen flüchtet? Das könnte auch sein. Ich hätte es immer so interpretiert, dass er das befürchtet einfach nur und wegläuft, so, dass er das normale Angst hat. Okay. Eine erinnernde Angst oder eine normale Angst? Boah. Creepy Angst. Ja, also dieses, das muss die Musik doch einen ganz anderen Punkt sein als eben. Weißt du? Weil eben war das. Da ging noch. Weißt du? Hä, was meinst du denn? Guck mal, willkürlich. Jetzt? Nee. Völlig willkürlich. Nee. Ist ja nicht wie Musiklevel. Normalerweise geht das Laufen erst los. Ja, aber das ist eigentlich immer abgetimt, dass es genau dann aufhört, wenn man ans Ziel kommt. So, wie hat mich deine Befragungsaktion Momentum gekostet, gefühlt? Ja, vor allem, weil ich dich danach geschlagen habe. Hast du mich schon wieder geschlagen? Ja. Warum machst du das? Ich weiß es wirklich. Warum hast du... Ich bin, es ist so in mir drin von Super Mario, New Super Mario. Da muss man das aber auch nicht machen. Da muss man schütteln. Nein, aber da muss... Ja, stimmt. Oder irgendwie einen R- oder Z-Knopf drücken. Ja, ich drücke halt hier irgendeinen Knopf. Der Einzige, der was macht. Also macht er nichts, aber dann hinterher macht er was. Und ich schlagen. Ja, du drückst immer den Schlagknopf. Ja. Den musst du aber gar nicht drücken, um ich zu weiß. Kommen. Ich muss einfach nur zu dir lenken. Aber bei Mario konnte man sowohl lenken, als auch noch sich beschleunigen mit dem Drücken. Aber nicht mit dem Drücken des Schlagknopfes. Nein, aber hier habe ich nur den Schlagknopf zur Verfügung gefühlt. Boah, klein. Schwimm. Oh, was ist das? Oh nein, man muss da durch. Wo bist du? Bist du da? Ach, ja. Bist du was mit der Pizza? Ich sehe mich nicht mehr! Du hattest so eine Pizza-Nase, hast du gesehen? So ein Narwal warst du. Ich bin immer ein Narwal, wenn ich schwimme. Ja? Ja, ich glaube auch nicht, dass du anders warst. Oh nee, ich bin gesprungen, dass du anders warst als sonst. Aber ich habe erstmal nicht festgestellt, dass du eine Pieksenase hast. Jetzt verschlage ich mich. Gut, lebe. Wie du dich fühlst. Guck, jetzt hört die Musik auf. Gleich. Nein! Oh nein, dieses verzweifelte Anrennen gegen den Berg aus Eis. Das ist nicht irre, dass es nur am Ende irgendwie ausfällt und dann. Ich glaube nicht, dass sie so viel Gedanken in diese Level gemacht haben. Ehrlich gesagt. Die haben sie einfach so blind. Prozedural. Ja. Ich dachte, blind mit Paint gemalt in den Editor. So. Die haben mir damals richtig viel Spaß gemacht. Das fand ich das Beste am ganzen Spiel, diese Dinger. Weil ich mich da in so einem meditativen Flow irgendwann gearbeitet hatte. Ja, dann kann ich deinen meditativen Flow nicht unterbrechen. Und noch bin ich nicht so weit. Oh, guck. Ich glaube, wir sollten schon versuchen. Aber Emi geht auch schlafen. Alle gehen so schlafen. Was ist denn los mit euch? Habt ihr Dienstags irgendwie einen schlimmen Tag? Wir waren einfach nicht... Wir haben die Crowd nicht gebunden. Für die Tränen von der Hochzeit sind getrocknet. Die Tränen? Ach, Hochzeit auf den ersten Blick? Ach nein, wie hieß er? Chillen. Kennst du Hochzeit auf den ersten Blick? Nee. Das ist ein neues Trash-TV auf Sat 1, wo Leute heiraten, die sich noch nie zuvor gesehen haben. So ähnlich wie in bestimmten Ländern. Wie was? Naked Attraction. Naked Attraction? Ja. Was ist das denn? Das ist eine Dating-Show auf RTL 2, wo die Leute hinter so Pappwänden stehen, die nur die Genitalien zeigen und nicht die Gesichter dazu. Da sind so Löcher in der Wand, wo die und dann suchst Penisse du dir und die Brüste und die Mumus sind. Und dann. Und danach suchst du dir deinen Partner aus. Ja, ich weiß nicht, irgendwie können die noch Fragen stellen, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe nur. Aber das Naked Attraction ist. Das gibt's wirklich nicht. Gut, das ist ja die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Denk mal drüber nach. Das hat er gesagt, er hätte den Erhalt der Todesstrafe bestimmt. Also einer der lustigen Studenten. Der lustigen 20%. Ja. Ja. Ich fand es auch 20 und nicht Prozent, das ist verlesen. Aber irgendwann können wir unseren Stream die lustigen 20 nennen, wenn wir die Erfolg haben. Positionier mich da, wo du sowieso rumgehen musst. Das habe ich eben auch gemacht, das ist ein super Trick. Oh, oh, schade. Oh, da habe ich eine komische Kurve ja. beschrieben, kann man sagen. Ach guck, jetzt drücke ich schon wieder, ich will mal aufzudrücken. Finde ich gut, dass du mit mir redest manchmal. Finde ich gut, dass ich mit dir rede? Manchmal. Dass ich nur manchmal mit dir rede oder manchmal findest du es nicht gut, dass ich mit dir rede? Letzteres. Wann zum Beispiel? Ja, wenn ich mich konzentrieren will. Hm, verstehe ich. Alles hängt an Pong! Du schaffst es! Nein, ich schaffe es nicht! Wie kommt man denn da vorbei? Man, das muss also schnell sein. Du musst da hochhüpfen, nicht laufen. Von oben hüpfen oder was? Wahrscheinlich. Das letzte setzt ja deine Kenntnis voraus. Diese Klippe da immer. Die ist so scheiße. Ja, Adam und Eva, Mr. Kadhafi, ist natürlich auch hervorragend. Es ist auch noch was anderes. Bei Adam und Eva geht es noch mehr um die Charaktere, würde ich auch vermuten, als bei Naked Attraction. Da geht es ihr Haupt darum, dass sie die einzigen sind, die zur Verfügung stehen. Oder ist das eine Sendung? Adam und Eva oder Naked Attraction? Ich dachte, er redet jetzt vom echten Adam und Eva, dass die auch nur noch den Genitalien gegangen sind. Also tatsächlich ist das ein bisschen so in der RTL-Show, Adam und Eva. Ich glaube, da gibt es gerade eine Promi in Anführungszeichen-Variante mit Lina, die da loslegt. Da sind die auf irgendeiner Insel und sind, dürfen keine Kleidung tragen und daten sich dann über den Bachelor. Ach so. Was ist denn das für Formate? Damals war Adam und Eva, da hat, das ist kein Witz, da hat vor irgendwie vom Jahr oder so Ronald Schill mitgemacht. Nein, der hat Adam aber auch mit Eva. Ja? Ja, kein der Witz. Hat doch bei irgendwas anderem mitgemacht. Promi Big Brother hat er mitgemacht und Dschungelcamp genau. Hat er auch mitgemacht. Richter Gnadenlos ist überall. Richter Gnadenlos hat, war nur nackt und hat danach gedatet? Ja. Es ist wirklich, 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 ja. Oder ein Schild hat bei Naked Attraction mitgemacht? Nee, bei Adam sucht Eva. Was so ähnlich ist. Vielleicht ist eine Stufe davor. Als die RTL-Variante der RTL2-Show. Wo bin ich denn? Oh, ich bin im Gelee gelandet. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Dieser Hapster. Da verliert man das scheiß Momentum. Haben das nur noch so schlimme Aufgaben für uns? In dem Spiel jetzt? Ja, ja ich glaube schon. Scheiße! Ja. Ich werde Hunger. Du bist ein sehr böser Mensch. Wo ist denn der Icarus? Lotte Finsternis. Ja, manchmal ist. Lotte Finsternis ist beim Pappquiz. Ja, der kommt um 2 Uhr besoffen dazu. Aber Icarus ist irgendwie ein Ort. Die sind auf meinen Kopf gefallen, die Schweine. Plötzlich verändern die, das ist wie du immer sagst. Verändern die Regeln mitten im Spielverlauf. Ja. Du musst da live im Chat schreien programmieren. Ach man. Warum ist das Spiel schwer. So viel schlechter als Brandon Legends? Ich wundere mich, ich dachte ja, dass das Spiel super ist, weil ich das damals genauso gut fand wie Donkey Kong Country Returns, aber ich finde es nicht mehr so gut wie damals. Abgesehen davon, dass es bockschwer ist, was ich auch nicht so erinnert habe. Was ich aber eigentlich auch nicht schlimm finde. Gute Nacht! Gute Nacht! Und gute Arbeit morgen. Ich hab frei. Cool, ne? Ach, guck mal hier! Krass. Gemüse. Oben kann man auch nicht drüber, oder? Adam und Eva ist eine der Lieblingsshows von Mr. Kadhafi. Er sagt, die ist sehr viel seriöser als man denkt, weil die mit der Kamera nicht nur auf die Geschlechtsteile halten, sondern auch auf die Gesichter. Das ist der Grund, dass sie auch auf die Gesichter halten. Erstaunlich viel, sagt er.
Ist ja auch komisch, wenn sie gar nicht auf die Gesichter halten würden, sondern die gesamte Show nur auf die Geschlechter halten, während sich die Leute unterhalten. Ja, so ist doch Naked Attraction. Die Kamera auch? Ja, sicher. Was soll sie alle nichts anderes sonst nicht filmen? Ist ja nichts anderes zu sehen von den Leuten. Wo bin ich? Nein! Wo warst du überhaupt? Du musst dich doch da positionieren, wo ich durchwarne. Ja, stimmt. Meiner Narbe als Narbe. Ich krieg nichts mehr mit. Ich hasse diese Stelle. Ich krieg nichts mehr mit vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder irgendwelchen Fernsehen. Das ist wirklich nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wirklich nicht öffentlich-rechtlich. Ich hab's auch gar nicht mehr. Okay, Mr. Kadapi, wenn du die Sendung so sehr liebst, dann kauf du doch die DVD-Box. Adam sucht Eva. Die gibt es nicht. Poster hat er davon in seiner Seele. Mit Donald Schill, mit denen dieser Looping züngelt. Aber man kann es nur erahnen, weil nur auf die Geschlechtsteile geklebt wurde. Oh, Filme sind immer gut. Ich hab das Ding schon fast. Hast du gesehen, wie ich das schon fast hatte? Ja. Jetzt ist es plötzlich wieder Kilometer weit. Wenn irgendwann eine offizielle Zitatesammlung der Beleuchtung Brüder gibt, wird da bestimmt drinstehen. Pimmel sind immer gut. Ja, aber das ist so einer, den man schnell wegklickt. Das ist eine Buchenzyklopädie, das ist so wie der Brockhaus. Das halte ich mal schnell lieber Blätter. Du vielleicht oder ein schwacher Geist. Mein schwacher Geist blättert Pongs Pimmel-Zitate weg. Das hingegen würde ich nicht wegblättern. Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich musste kurz flattern. Ich hab ihn. In der Blase aber nur. Ja, an der Stelle, da muss man immer irgendwann kurz flattern und dann ist alles verloren, sobald man flattert. Ich hab gar keine U bisher gefunden. Wie kommen wir gleich schnell in großartigen Spaß rein? Nicht mit dem Spiel, mit welchem Spiel. Gott, wir haben so eine Verantwortung. Wir können doch nicht in einem Livestream, wo keiner zuguckt, neue Projekte machen, die eigentlich noch gar nicht existieren. Wir greifen da ja eine Entwicklung vor, die erst in 4 Jahren Bahn brechen wird über die Köpfe. Ja, aber Fans hinweg. Sag's doch, überleg dir doch mal, was der begrenzende Faktor an der Sache ist. Nicht die Zeit. Nee, die anderen Scheißspiele. Nein, auch die nicht. Mein Wahnsinn? Ja. Einzig und allein dein Wahnsinn. Mein Wahnsinn ist irgendwie für viel verantwortlich. Ja. Du kannst mal sehen, was für eine Macht mein Wahnsinn hat. Und da kannst du mal sehen, was du für viele Freunde und Menschen in deinem Leben hast, die dich dennoch akzeptieren und. Und es auch noch mitmachen. Und das alles mitmachen. Ja. Gut, dass ich. Oh Gott, da fragt Mr. Cutterfield, was wir denn noch da hätten. Also, ich hab's ja vorhin schon mal. Darf ich mal ganz kurz das quantifizieren? Ja. Ich schätze ungefähr 1000 Spiele. Ja, deswegen über die Schiene funktioniert es nicht. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung an offene Projekte, die wir hier noch haben. Wie gesagt, Bully, Zombie U, Zelda, Skyward Sword. Oh, weiß René das? Ja, weißt du bestimmt. Wo bin ich? Du bist so weit weg. Nein, nein, nein! Oh, ich bin über die Tante. Tante geglitscht. Wir sind schon fast da. Du hast schon verloren. Es geht auch immer irgendwann los, wann du willst und nie, wenn ich weiß, dass es losgeht. Ach ja, man kann es ja selber triggern. Ich habe immer das viel weniger Musik, man muss sofort losrennen. Es ist nicht irgendwann, wann ich weiß, sondern ich renne einfach immer sofort los. Es steuert sich halt schon teilweise ganz geil flüssig. Warte, wenn man stirbt. Ja, manchmal gibt es so schlimme Verwirrungsmomente. Das war gut. Oh nein! Warum denn? Die Kante, ey! Diese scheiß Kante! Probieren wir jetzt. Ach, steht nicht. Da oben vielleicht drüber über die Eisfragmente, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich bin da.
Nee. Was mit Turtles in Time? Da habe ich auch ein Auge drauf geworfen. Was ist das für Wii U? Für SNES Mini. Immer wenn ich da durchfetze, sinke ich ein bisschen in eine andere Richtung danach. Was ist da oben denn los, der arme Kerl? Eine helle Albträume von Rayman. Ich werde auch heute Albträume von Rayman haben, kann ich euch mal versichern. Da gehe ich nämlich immer, wenn ich geradeaus gehe, in den unteren, deswegen lenke ich jetzt immer gegen und fliege dann in den oberen rein. Oh nee. Das müssen wir schaffen können. Ja, ich weiß auch nicht, warum du für diese Level so gut findest. Warum sind die denn nicht so cool wie bei Rayman Legends in Musik? Das ist schwerer. Ich brauche mehr Skill. Die Musik ist aber wirklich nicht so schwer, oder? Wenn mehr lustiger Spaß ist. Ja, aber richtig guter, flowiger Spaß. Ja. Ja, das wundert mich vor allen Dingen. Ich habe dieses Spiel als das krasseste Flow-Spiel in Erinnerung. Du schiebst auch wirklich ein bisschen auf den Multiplayer. Gut, bleib weg. Dann gleich noch. Ja, ich hab geguckt, ob das ein Geheimnis ist. Das ist ja nicht. Das ist kein U. Die Truhe verhält sich auch sehr komisch. Die springt komisch. Nein! Danke für den Tipp. Daran ist es gescheitert die ganze Zeit. Das blenden die jetzt ein? Sind die wahnsinnig? Ja, dein Flow alleine ist auch nicht so aller Ehren wert. Ist natürlich auch ein schweres Level. Eines der letzten von diesen super schweren Bonus-Leveln. Eigentlich ist es ja genau mein Genre. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Oh nein, ich bin da festgehakelt. Was soll das? Warum verliert man hier so krass sein Momentum? Und warum springt man dann auch rückwärts? Kann man da oben rüber? Über diese Fragmente. Über die Fragmente? Das geht. Ich habe eben schon Fragmente gesagt. Mr. Cuttlefee erinnert an das... Level mit dem Schiff am Anfang. Das, was er immer schon mal aufgebaut hat. Ich hab das nicht schwer in Erinnerung, war das schwer? Ja, der war am Ende, dieser Mast, der war so glitchy leicht. Da ist die Kamera so weggezoomt. Das war schwer, ja. Dieser Mast? Ja, der Mast. Nicht Heiko Mast. Ah, die scheiß Stachelpixar. Verwechselst du auch mal Heiko Mast mit Jens Spahn? Nein. Aber ähnliche. Ähnliches Kaliber Mensch, oder? Ich dachte, du sagst jetzt ähnliche Statur, aber auch das ist glaube ich falsch. Ich glaube, Jens Spahn ist ein Riese und Heiko Mast ist ein Zwerg. Eigentlich ganz gut, wenn du vor mir bist, dann... Ach, Entschuldigung. Ja. Merz und Spahn würde Cuttlefee eher verwechseln. Weil das beides Riesen sind. Die sind beide riesig, aber der eine ist 30 Jahre älter als der andere. Außerdem sieht Jens Spahn aus wie so eine Karikatur, wie irgendwie so einer von den Fraggles oder so. Weißt du, wie der aussieht? Ich meine doch nur als charakterliche Ähnlichkeiten.
Nein. Sag mal, ich weiß, ich kenne den Charakter nicht von denen. Also ich gehe davon aus, dass der Charakter von ihren Sprachen ziemlich unangenehm ist. Von Heikomaas nicht. Ja, wahrscheinlich aber auf eine andere Art. Okay. Heikomaas ist, glaube ich, ziemlich selbstverliebt. Den Spahn auch, aber ach, wir müssen nicht hier die Bundesminister charakterlich analysieren. Das braucht keiner! Dann doch lieber über Naked Attraction. Ja. Du musst dich da positionieren, ich wo ich durchfahre. Ich habe mich versucht, da zu positionieren.